Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Lifestyle geht. Und heute zeige ich euch mal ein Herbstoutfit. Ihr habt ziemlich oft in die Kommentare geschrieben. Für die Leute, die mich auf Snapchat verfolgen, ich habe mein Handy mitgenommen, war so richtig, ihr seid mal mit dabei gewesen, so kleine Shoppingtour. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wenn euch das gefällt. Mache ich das öfters mal. Was kann ich dazu sagen? Herbst. Ich bin eigentlich ein richtig großer Herbstfan, wenn es um Mode und Styling geht, weil man einfach mehr Klamotten anziehen kann, mehrere Schichten. Ich finde dieses Styling mit mehreren Schichten einfach cool. Man kann die Lederjacken wieder rausholen, ohne dass man schwitzt. Ich trage natürlich auch meine Lederjacke bei 30 Grad, selbstverständlich. Aber jetzt erfüllt sie auch noch ihren Zweck und hält mich sogar ein bisschen warm und bringt mich nicht zum Schwitzen. Nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall finde ich, dass man tatsächlich im Herbst sich richtig gut kleiden kann, einfach mehr Sachen anziehen kann, hat mehrere Möglichkeiten, Dinge zu kombinieren und so weiter. Ich fange einfach mal an mit dem allerersten Outfit. Ich habe wirklich ein komplettes Outfit, wobei ich die Hose schon mal bei Zara geholt habe und die Schuhe sind von Tommy Hilfiger. Aber ich zeige es euch mal, ich blende es euch jetzt einmal ein. Schaut mal, so sieht das Ganze aus. Das ist halt in Braun, dann mit dieser helleren blauen Hose. An sich, mir gefällt das richtig gut mit der Weste auch. Ihr findet das Ganze, ihr seht halt, die Farben spiegeln sich wieder in den Schuhen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gerade so gut erkennen kann. Mit dem Gürtel zeige ich euch aber gleich nochmal. Das ist das Outfit. Und dann zeige ich euch einmal die Teile, erzähle euch, wo ich das Ganze gekauft habe, was es kostet. Und zwar fangen wir an mit der Weste. Das ist diese hier. Die Weste ist von Pull & Bear, hat 34,99 Euro gekostet. Ich muss immer lachen bei Pull & Bear, ich weiß nicht warum. Ich persönlich habe nicht so oft Westen getragen, finde das aber super bequem. So, weil man sich da dann einfach so wohl fühlt, man hat die Arme so frei, kann sich besser bewegen. Und gerade im Herbst, wenn ich jetzt eine ganze Downjacke anziehe, wird es zu warm. Und so kann man das Ganze einfach ein bisschen besser kombinieren und besser nutzen. Deshalb auf jeden Fall Westen könnt ihr sehr, sehr gut tragen in diesem Herbst. Dazu trage ich einen weißen Pulli. Ich wollte eigentlich einen weißen Strickpulli haben. Habe jetzt einen geholt bei der H&M für 20 Euro. Das ist dieser hier. Good vibes all the way steht da drauf. So, war mir einfach wichtig, darunter was Weißes zu tragen. Auch gerade im Herbst, wenn er so ein bisschen grau ist und so, dass man trotzdem noch ein bisschen Farbe mit ins Spiel bringt. Deshalb halt bei mir auch diese Hose. Zeige ich euch nochmal. Die habe ich damals schon gezeigt in meinem Business Outfit. Gab es im Sale bei Zara für, ich glaube, 15 Euro war das. Und das kombiniere ich dann mit so einem dünneren Gürtel, der natürlich passend zu den Schuhen ist. Also Leute, merkt euch das, der Gürtel sollte eigentlich immer zu den Schuhen passen. Habt ihr wieder was gelernt. Und in dem Fall mal so einen dünneren, mal was anderes. Nicht immer diese ganzen dicken Schnallen und so, was man da hat oder was ich auch super oft trage, sondern mal so ein dünnerer Gürtel. Ja, dazu habe ich, wie eben schon erwähnt, die Schuhe von Tommy Hilfiger. Ich weiß leider nicht mehr genau, was die kosten. Die habe ich nämlich schon ein bisschen länger, aber die passen einfach perfekt zu dem Outfit. Schaut nochmal, hier zeige ich sie euch. Blende ich jetzt auch nochmal ein. Man hätte natürlich auch dazu, ich hole sie aus dem Hintergrund, die Dieselschuhe tragen können. Farblich würde das auch passen, aber die sind mir doch so ein bisschen zu abgefuckt und zu rockig. Das Outfit ist ja an sich eher ein bisschen feiner. Und von daher passten die Tommy Hilfiger Schuhe dazu. Dann trage ich halt eine Sonnenbrille und noch meine Tasche. Da könnt ihr aber auch, ich habe es jetzt wirklich nur mal so angezogen, damit es so ein gesamtes Outfit ergibt. Wirklich mit Sonnenbrille, mit Tasche, mit allem drum und dran. Hätte noch die passende Handy dazu gefehlt. Nee, so viel des Guten. Da könnt ihr aber auch nehmen, was ihr wollt. Die Brille ist von Louis Vuitton, Evidence. Louis Vuitton Tasche. Könnt ihr auch Jutebeutel nehmen, was auch immer. Ich habe es tatsächlich nur genommen, weil es farblich einfach sehr, sehr gut passte. Ja, das ist mal so ein Herbst-Outfit, was ich diesen Herbst tragen werde. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt es mal in die Kommentare. Dann möchte ich euch jetzt noch zwei Teile zeigen. Es ist bei mir tatsächlich oft so, wenn ich jetzt in die Stadt gehe, will nur ein Herbstoutfit kaufen. Ich kaufe immer noch mehr, als ich will. Und als allererstes möchte ich euch einen Pulli zeigen, den ich so, so cool finde. Auch von der Farbe her. Ich blende ihn jetzt einfach mal ein. Schaut mal in diesem Rot. Das ist einfach ein richtig, richtig cooler Pullover. Den könnt ihr mit einer schwarzen Hose kombinieren, mit Sneaker oder mit feinen Schuhen. Darüber braucht ihr jetzt nicht unbedingt eine Jacke zu tragen. Perfekt für den Herbst, weil er einfach warm hält und das ist super. Schaut mal hier, so mit dem Reißverschluss an der Seite. Lockert das auch nochmal auf, hat mir sehr gut gefallen. Ich mag einfach diese Strickpullis auch jetzt für den Herbst. Strickpullis in sämtlichen Farben und sowas. Gerade aber in diesem Rot von der Firma Review, der war bei 60 Euro circa.
mega cool, hat mir richtig gut gefallen. Freue ich mich immer noch drüber, dass ich den gefunden habe. Und dann möchte ich euch etwas zeigen, was jetzt nicht so ganz Mainstream ist. Ihr wisst, that's me, ich zeige euch auch mal Sachen, die jetzt nicht überall irgendwie jeder an jeder Ecke trägt. Ich habe es meinem Mitbewohner gezeigt, den André, meinte, boah, was ist das für eine Scheiße. Ich bin auf eure Meinung gespannt, aber wie gesagt, Leute, hier wird auch mal was gezeigt, was nicht immer nur Lederjacke ist oder sowas, ja, sondern auch mal was Extravagantes. Und zwar, ich blende das jetzt ein. Das ist so ein Poncho, glaube ich. Ich guck mal auf die Beschreibung. Steht gar nicht drauf. Ja, so eine Art Poncho müsste das sein. Lag bei 39 Euro. Und schaut mal, so sieht der aus. Und ich trage darunter nur ein T-Shirt, weil der sehr, sehr warm hält. Aber für den Herbst ist das cool. Ich finde, das ist bequem. Das ist locker. Für mich hat das Style. Dann dazu irgendwie eine graue Hose. Doc Martens dazu. Das ist einfach umgeworfen, wie ihr das jetzt auch seht. Ihr packt den um, schmeißt den Schal um euch herum. Der hält warm. Ja, ich mag das einfach. Das ist jetzt nicht so glatt. Das ist einfach chillig. Ein richtig chilliges Outfit. Wollte ich euch auch auf jeden Fall mal zeigen. Schreibt es in die Kommentare, was ihr von solchen Sachen hält. Ich finde das sehr, sehr cool. Dann des Weiteren. Habe ich bei Snapchat schon mal erwähnt. Vielleicht könnten wir mal sowas organisieren. Und da seid ihr jetzt mal gefragt, dass wir mal zusammen shoppen gehen. Ja? Dass ich mal irgendwie in eine Großstadt komme oder wir uns in Berlin treffen. Und wir gemeinsam mit so einer ganzen Mannschaft irgendwie shoppen gehen. Ein bisschen was unternehmen mit mehreren Leuten. Klar, ihr werdet bald das Video sehen, wenn ich mit dem Gewinner vom Gewinnspiel was drehe. Aber ich dachte mir, hey, vielleicht mal so ein Event organisieren. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ihr auf sowas Bock habt. Und wenn ja, aus welcher Stadt, also wo man das Ganze stattfinden lassen sollte. Ja, ich finde das eigentlich ganz cool. Ich dachte mir nicht heute so, als ich alleine shoppen war, boah, voll langweilig. So, nicht, dass ich keine Freunde habe, aber ehrlich gesagt, so meine Homies gehen gar nicht so gerne shoppen und ihr habt Bock auf das Ganze und warum sollten wir es nicht mal zusammen machen? Und dann noch etwas, also schreibt es in die Kommentare, in welche Stadt und so, dann versuche ich das mal irgendwie umzusetzen. Vielleicht ist das möglich, technisch, logistisch. Ich hätte Lust drauf, aber ja, sagt mir erstmal, wie ihr es findet. Und dann mal für alle Ladies. Ich habe gesehen, dass in letzter Zeit ziemlich viele Frauen auch meine Videos gucken. Wenn ihr wollt, dass ich mal ein Herbstoutfit zeige für Frauen, dann schnappe ich mir mal eine Freundin und dann gehen wir mal zusammen shoppen und filmen das ab und zeigen es euch mal. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. That's me, der Kanal für Mode und Lifestyle. Danke, dass ihr zuschaut, jeden Tag aufs Neue. Danke für das krasse Feedback auf mein persönliches Video zu meiner Vergangenheit. Ich lese mir wirklich alles durch, eure ganzen Nachrichten, die ich bekomme, E-Mails, alles. Danke, 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 Leute. Ich mache das wirklich vom tiefsten Herzen raus. Mir bringt das Spaß, die Videos. Gut, wenn ich euch helfen kann mit dem, was ich erlebt habe, euch versuchen kann, auch meine Denkweise nachzulegen und dass es halt nicht alles so oberflächlich ist und wir uns auch als Community mit anderen Themen befassen sollten, als nur Mode. So, das war mein Schlusswort. Danke fürs Zuschauen. That's me. Peace out. Bis demnächst.